Oh nein, es ist schon wieder 2 Uhr morgens. Oh. Wir müssen wieder aufstehen, Izzy. Oh, 2 Uhr, bist du wahnsinnig? Oh. Nein, ich glaube, unsere Uhr stehen geblieben. Warum haben wir eigentlich so viele Uhren bei uns zu Hause? Ach so, nein, es ist 5 Uhr morgens. Oh nein, die Kinder müssen zur Schule, Izzy. Oh mein Gott. Willst du heute aufwecken oder soll ich heute aufwecken? Geh du. Okay, ich geh dann mal. Kinder, was geht? Ich bin's, euer liebevoller Papa. Aufstehen! Ihr müsst aufstehen, ihr müsst zur Schule gehen, ihr müsst gut in der Schule sein. Und jetzt hier raus aus den Federn und ab in die Lotzi oder ab zum Frühstück. Ja, esse, die Mutti ist schon am Kochen. Na, lass mich weiter schlafen. Nein, Izzy, du musst jetzt runter, Mama, Frühstück. Lass mich weiter schlafen. Nein, kein Weiterschlafen. Jetzt komm hier raus. Guten Morgen, Kleine, ne? Alles gut? Komm, zieh dich an, anziehen und Lotti Karotti da runter. Nein, ich will nicht. Du musst zur Schule hier. Komm, Alter. Hier, komm, musst du runter zur Schule. Schöne Müsselschüssli oder sowas. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe eine Müsselschüssli. Oh Mann, dann will ich aber Müsli zum Frühstück. Super, kein Problem. Wir sehen euch gleich unten, ne? Die Mutti und der Fadi, die warten unten. Okay. Die Kinder wollen Müsli. Warum hast du noch kein Müsli gemacht? Ja, wir müssen Müsli machen. Ich schlafe auf dem Stuhl. Nein. Wir müssen perfekt in den Morgen starten. Oh nein, der Kühlschrank ist leer. Izzy, wir haben nichts mehr zu essen. Es ist alles leer. Oh nein, ich habe alles aufgegessen. Zwei Kuchen haben wir noch im Ofen hier und noch ein paar Messer. Ja, gib den Kindern Kaktus zum Essen. Ja, mach ich, okay. Gib den Kindern Kaktus zum Essen. Kommt mal her, Kinder, kommt runter. Frühstück. Der eine ist hier, glaube ich, irgendwie gerade reingeraten. Oh, Entschuldigung. Hast du das Kind in der Toilette gestört? Ey, hör mal auf, unser Kind in der Toilette hier zu stören. Okay, komm, setz dich, Kleine. Komm schon, Frühstückszeit. Achso, erstmal Zähne putzen. Gehen. Ah ja, genau. Brauchst du noch lange im Badezimmer? Achso, der... Oh mein Gott. Der Gute ist noch im Badezimmer. Ja, du musst dich beeilen, wir alle wollen. Ist doch nicht schlimm, ich gehe da auch mit rein. Was? Oh nein, der kommt jetzt gerade raus. Der ist genau in den Zeitpunkt rausgegangen. Ja, die Izzy geht mit der Tochter baden. So, mein Gott. Oh, komm, du kriegst Baden. Oh, der hat sich schon sein Frühstück selber geholt. Ach, die machen das ja aber super selber, ne? Aber Izzy, er isst wieder Kekse zum Frühstück. Er isst wieder Kekse. Oh, lecker, bring mir auch welche mit. Hast du dich gewaschen, Kleiner? Hast du dir auch die Zehen geputzt, ne? Hast du dir auch den Ellbogen geputzt, ne? Bist du dir sicher? Ey, du siehst aber nicht so aus, als ob du einen Keks zum Frühstück verdient hast, ne? Der hat die Zähne nicht geputzt, oder? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, was da los ist. Riecht schon wieder so. Ja, ist ja gut, dann gehe ich halt nochmal die Hände waschen. Ja, jetzt komm, geh dir mal nochmal die Hände waschen. Du sollst die Zähne putzen gehen und nicht Hände waschen. Also, Izzy, ich weiß nicht. Die Kinder von heute, die sind halt eben wieder ganz schön krass drauf. Hey, ich bin mich hier am Waschen raus. Ja, sorry. Was, Mama? Oh nein, mal, ich will wieder ins Du musst Bett. Da jetzt reingehen. Komm, Izzy, du bist die Mama, geh du rein. Ich bin der Vater, ich kann das nein, nicht machen. Mama, was ist denn jetzt los? Ey, jetzt isst dein Keks. Hast du deine Hände gewaschen, Junge? Hast du die gewaschen? Ich hoffe mal. Oh, der ist gewachsen auf einmal. Oh Gott, unser Junge ist gerade gewachsen. Der ist was? Der ist gerade eben voll groß geworden, ja, komischerweise. Die Kleine isst heute einen kleinen Apfel. Sag mal, wie heißen eigentlich unsere Kinder, Izzy? Ich hab ganz vergessen, wie die heißen. Keine Ahnung, Sissi und Boman vielleicht? Sissi und Boman 2 heißen die. So, ihr Kleinen, alles klar, habt ihr euer Frühstück mitgenommen? Na dann jetzt aber los zur Haltestelle. Mama, der Bus kommt gleich. Komm, Tobias. Ach, Tobias. Izzy, du hast unser Kind angezündet. Das tut mir so leid. Ich wollte Izzy. Nur Feuer machen. Oh nein, Izzy, du hast... Wir müssen ihn löschen, nein, du musst ihn... Oh Mann, nochmal Glück gehabt. Unser Kind ist zum Glück nicht gestorben. Das tut mir so leid. Jetzt komm, auf geht's, Kinder. Auf geht's zur Bushaltestelle. Komm, wir bringen euch nochmal kurz zur Bushaltestelle. Immer nach links und rechts gucken, wenn wir zur Bushaltestelle gehen. Und passt auf, macht gute Noten in der Schule. Ne? Der Vater, der braucht gute Kinder mit guten Noten, ne? Damit ihr später in unsere Rente hier für ein bisschen Kohle sorgen könnt. Genau, ne? Wir wollen also schön in Urlaub fahren, Karibik und so. Viel Spaß euch, Izzy. Komm jetzt mit, wir müssen auch arbeiten gehen. Ja komm schon. Viel Spaß euch beiden, Kinder. Tschüssi. Du hast versprochen, wir machen Urlaub. Ja, wir machen ja auch noch irgendwann Urlaub, aber wir haben jetzt kein Geld, Mann. Ich habe doch gesagt, dieses Familienleben ist nichts, Mann. Immer wenn du in der Fall... Tschüss, Papa. Tschüss, Mama. Bis heute Abend. Tschüss, ihr Kleinen. Oh, Mann, diese Kinder. Oh, ich hasse Kinder. Keine Lust mehr hier. Nein. So, ich pack dir jetzt auch am besten deine Sachen und wir können dann gleich gehen. Ich nehme meinen Laptop kurz mit auf die Arbeit, denn wir müssen nämlich demnächst jetzt schon selber schon bald losgehen. Was will eigentlich der Postbote die ganze Zeit Weiß hier vor ich nicht. Haus? Ich wasche mir nochmal kurz mein Gesicht. So, ich muss jetzt auch nochmal kurz ins Bettler gehen. So, hier, Mama und Papa. Du musst das Wasser auch ausmachen, Roman. Ach, das Wasser... So. Ich hab mir meine Zähne geputzt, jetzt geh nochmal schön ein Abseil. Izzy, geh raus, Mann! Nein, ich muss nicht gehen. Okay, ich bin bereit. Ey, ich bin bereit, um arbeiten zu gehen, Izzy. Huch, so Alter, das war mal wieder ein richtig guter Schuss in den Ofen.
Easy, aufhören zu machen. Komm, kommen wir zu, wir müssen jetzt arbeiten. Okay, gehen. Wir müssen arbeiten. Oh Mann, ich hasse meinen Bürojob. Mann, warum müssen wir eigentlich immer so langweilige Bürojobs immer annehmen, Easy? Oh Mann. Ich hab wäre gesagt, gern Fallschirmspringer. Fallschirmspringer von Beruf her? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das wirklich gibt. Es gibt doch Leute, die immer mitspringen, weißt du, die so aufpassen, dass die Leute richtig stimmt, springen. Ja, stimmt, die wo immer dafür machen. Da sind. Tandemsprung und sowas, ne? Genau. Ach, PwC, wie ich diese Firma liebe. Oh Mann. Was? Oh, hallo? Okay. Guten Morgen, ihr beiden. Wie geht es euch? Uns geht's gut. Wir haben gerade die Kinder zur Schule gebracht. Eigentlich alles easy. Ich glaube, ich habe gerade die Oma gesehen. Schön, was? Auch mir geht's auch gut. Ich kann nicht klagen. Ja, ja, schön, schön. Was gibt's denn da für Arbeit? Habt ihr eigentlich schon die Dokumente, die ich brauche, für mich zusammengesucht? Nein, das machen wir heute. Das ist unsere heutige Aufgabe. Deswegen habe ich auch gleich den Laptop mitgebracht. Okay, dann macht das bitte bis zum Mittagessen. Ich brauche das dringend heute Mittag. Okay, alles klar. Gut, Izzy, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt gucken. Was hast du da in der Hand? Izzy, nimm das Feuerzeug. Aus der Hand. Was? Entschuldigung. Ja, ist ja schon gut. So, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen... Oh mein Gott, das war die Granny? Ja, Mann, hier läuft die Granny herum. Hier, sammeln wir am besten mal die Papierstapel hier mit uns zusammen ein. So. Da. Ich weiß nicht. Was? Hey, ich gehe gleich zum Steakhouse nebenan und uns das Mittagessen holen. Kommt ihr mit? Nein, wir kommen nicht mit. Wir haben da... veganes Rinderfilet mitbringen, danke. Ich nehme ein fleischiges Rinderfilet. Ich habe immer Steaks dabei eigentlich. Nehmen wir mal Steaks mit auf die Arbeit, weißt du? Ich meine, Karotten deswegen brauche ich dabei. Kein Steakhouse. So, dann lass nochmal kurz die anderen Papiere hier nochmal kurz alle zusammensuchen von allen Schreibtischen. So, hier zweites Papier. Dann hier nochmal. Oh, da arbeitet der gute Alte hier, ne? Den kennst du ja. Unser guter alter Kollege, ne? Was haben wir hier? Da ist nochmal ein Papierstapel. So, genau. Ich muss auch irgendwas machen. Ja, dann sammel Papierstapel. Ja, okay. So, hier, Papierstapel, ja, Papierstapel. Papier. Und dann legen wir da das einfach am Ende des Tages hier. Drucker, Wasser. Ich glaube, wir haben sogar... Wie viele Papierstapel hast du, Izzy? Ein, okay, ich habe drei. Ich glaube, mit vier Papierstapeln sind wir ganz gut dabei. Lass es mal hier ist noch einer. Ah, noch einer. Perfekt, super. Alles klar, so. Und in den rechten Spind reinlegen. Das ist nämlich okay, der Spind cool. von der guten Alten. Susanne ist hier. Ja, ne? Sehr gut. Und wir sind fertig mit der Arbeit. Schön, gehen nice, wir nach Hause, nice. Oder? Ah, okay, ja, schöner nach Hause. Nachmittag. Och, das war mal haben. Wieder ein richtig schwerer Tag auf der Arbeit. Ich auf liebe es, erwachsen Fall. Zu sein. Okay, dann lass mal gucken, dass wir vielleicht heute den Abend noch mit den Kindern verbringen. Vielleicht sind die ja schon wieder da von der Schule. Ich habe gehört, denen sind die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, achte Stunde alle entfallen. Und wahrscheinlich sind die jetzt schon wieder fertig mit der also Schule. Also sind sie eigentlich nur Bus gefahren? Ich glaube, die sind wahrscheinlich einfach nur mit dem Bus hin und zurück gefahren. Das war schon die ganze Schule. So, der Postmann ist auch noch da. Ah, wir müssen noch vergessen, ne? Wir haben ja hier nochmal den Brief, den wir lesen müssen. Warte, mal gucken. Was haben wir denn da? Brief vom Arbeitsamt. Oh nein, Izzy, es ist schon wieder ein Brief vom Arbeitsamt. Bitte keine Rechnung. Ah, Mann, das dürfen die Kinder nicht sehen. Warte, ich versteck's kurz in der Dings, in der kleinen Truhe hier in der Kiste. So. Alles easy. So, die Kinder dürfen wahrscheinlich auch gleich kommen. Wir müssen so tun, als ob alles in Ordnung ist. Oh, die Kinder hast du kommen. Gehört? Easy. Ja, ja, ja. Hallo. Oh, hi. Oh, Kinder. Hallo, Mama, Papa. Wir haben den Englischtest wieder bekommen und ich habe eine 2. Oh, oh, wie schlecht. Eine du solltest 2. doch eine 1 schreiben. Ja, du solltest eine 1 schreiben. Komm, lass dich mal verprügeln hier. Was ja, soll das? Genau. Du sollst mal hier, eine 1 Feuer. Schreiben. Darf ich jetzt PC spielen? Was würdest ja, du sagen? Ja, du darfst PC spielen, solange du möchtest. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ganz ob du PC Tag spielst. Nur Computer spielen. Okay, du darfst PC spielen. Komm, dann darfst du jetzt eine Runde. Wo ist deine Schwester hin? Ha? Was hat die für einen Test geschrieben? Warum? Oh, wer tut sich da ja, denn gerade wieder weh? Ja, was ist mit dem Englisch-Test? Ha? Was soll denn das? Wo ist der Englischtest von dir, Kleiner? Ha? Alles gut bei dir? Ja, in der Schule war heute nichts Interessantes bei mir. Ey, was hast du für eine Note geschrieben, sollst du mir sagen? Ha? Was, ey, warum rennst du denn weg? Sie läuft einfach weg. Ich glaube, die will wieder was essen, ne? Also der oben, ne? Der spielt jetzt wieder Computer, so wie es aussieht, ne? Der Tobias und die Larissa oder so, ne? Die ist hier gerade wieder... Ah, jetzt hat er seinen Laptop wieder geholt. Ey, das sind doch Sissi und Bo, Mann. Wir haben die Kinder doch für uns benannt. Genau, irgendwie sowas. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir einen gemütlichen Fernsehabend, oh, oder? Oh ja, Familienabend. Alles klar. Also, was wollen wir gucken in der Glotze? Ah, ich habe ganz vergessen, wir haben die Stromrechnung nicht bezahlt, deswegen oh funktioniert der Fernseher wieder nicht. Oh Mann. Und wieder. Alles klar. Oh, der hat Englischtest Note 2. Okay, alles klar. Ich habe hier sogar den Englischtest. Mal gucken. Aha, A, B, C, D, E, F, G, H, I, Candy, Alpha, B. Aha, alles klar. Ah, super. Hast du gerade Candy gesagt? Nein, ich habe gar kein Candy gesagt. Abendessen. Ich will Süßigkeiten haben. Ja, komm, Kinder, haut rein jetzt. Komm, Izzy, hast du irgendwas zu Abendessen ja, gemacht Zuckerwatte. Oder so? Zuckerwatte? Zuckerwatte? Ja,
warum sollten wir zum Abend essen Zuckerwatte essen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oh, das wäre so lecker. Ich gehe Zuckerwatte holen. Nein, Izzy, du darfst keine... Was denn? Oh Mann, okay, Kinder, wir essen heute zum Abendessen. Hey, komm schon. Hey, jetzt komm mal hier, steh mal auf hier von deinem kleinen hohen Ross hier mit deinem kleinen Plüschtier. Wir gehen jetzt Abendessen machen. Die Mutti holt Abendessen. Zuckerwatte ist ausverkauft. Zuckerwatte, ja, was sollen wir dann essen? Alles klar, der Papa hat was besorgt. Kinder, setzt euch hin, jetzt gibt's was zu essen. Was gibt's heute? Es gibt Steak, Steak für alle. Steak. Oh Mann, ich will aber Burger und kein normales Brot. Wie jetzt kein normales Brot? Izzy, siehst du langweilst die Kinder die ganze Zeit mit deinen goldenen Karotten, so dass sie nicht mehr wissen, was... Nein, Steaks sind mega nice, Alter. Wer will denn schon kein Steak essen? Kinder, oh Mann, okay. Dann isst eben euer Brot heute zu Ende und dann ab ins Bett mit euch, ne? So, dass ihr aber schnell aus meinen Augen hier verschwindet, ne? Und dann geht's morgen wieder in die Schule, so. Und Izzy und ich, wir haben auch noch ein bisschen was zu arbeiten und schaut zu, dass ihr morgen hier besser aus dem Bett kommt, weil heute Morgen seid ihr nicht aufgestanden. Also das war heute eine Katastrophe, Izzy, muss ich sagen, ja, mit den Kindern. Ja, das muss ich auch sagen. Der gute alte Sissi und Boman, die wollten nicht aufstehen. Also die Sissi schon, aber der Boman irgendwie nicht. So, alles klar, beide mit euch ins Bettchen. Ich bring die kurz ins Bett, ne? Dann haben wir das. Ist schon wieder auf der Toilette. Ich sehe schon wieder auf der Toilette. Pass auf, dein Vater war vorhin drauf. Na, was? Wir sind doch gar nicht müde. Oh, die ist so eklig. Doch, jetzt geh schlafen. Deine Schwester kommt auch gleich aus dem Bad nach. Wo ist denn die Kleine? Ist die auch da? Die ist auf der Toilette, wo du vorhin drauf warst. Nein, gar nicht. Können wir da wenigstens noch ein bisschen Musik hören? Ja, komm hier, vielleicht einen Track kannst du noch hören. Na, ja, okay, gute Nacht. Alles klar. Ja, Kinder. Gute Nacht. Dann geh da mal schlafen, alles gut. Boman Sissi, und Sissi, komm, Sissi, ab geht's. Super, weg, komm, schlafen. Tür zu. Und los. Oh, was ein endlich anstrengender Tag. Oh mein Gott. Oh Mann, Alter, das war mal ein anstrengender Tag als Elternteil. Okay, Leute, das war die Folge als Elternteil. Was ist los? Zuckerwatte war gar nicht ausverkauft. Ich wollte sie nur nicht mit unseren Kindern teilen. Komm, wir gehen Zuckerwatte essen. Ja, wir gehen Zuckerwatte essen. Ja, wir sind die besten Eltern, die es gibt. Oh, ja. Wir schicken unsere Eltern, wir schicken unsere Kinder schlafen, obwohl es noch tags ist. Ja.